Hey, yo, together und herzlich willkommen. Hey, yo, together. Schon im Englischen. Schon bei StarCraft. Nein, hey, yo, zusammen natürlich und herzlich willkommen zum Let's Play Sins of Azula Empire. Ah. Aber ich mache das jetzt nicht neu. Ich werde jetzt nicht stoppen und neu aufnehmen. Ich lasse das jetzt. Es macht mich nämlich charmant. Und fehlerhaft und dadurch menschlich. Ich habe eure Psyche durchschaut, Jungs. Nee, Spaß. Obwohl da wird sicher ein bisschen Wahrheit drin steckt, habe ich einfach nur keinen Bock, jetzt alles neu einzustellen. Bin halt ein fauler Sack. So, jetzt lasst mich da mal gucken. Lips, Planeten verringern ihre Gegenüber, null verlieren sie Kontrolle. Genau, das weiß ich. So, ah, die Musik ist so geil. Ich weiß nicht, warum das Spiel so underrated ist. Es ist so gut! Gut, es hat jetzt keine Es hat jetzt keine Kampagne, aber... Hört euch die Musik an. Das ist... Das ist so ein Feeling. Forschung abgeschlossen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da nehmen wir das. Das ist so ein Gefühl... Ja, erstmal die Karte drehen. Das ist so ein Gefühl... So ähnlich, nicht ganz, aber so ähnlich, dass ich bei Spielen hatte wie StarCraft oder Stronghold, wo so viel Nostalgie drin ist, wo da hat die Stimmung gepasst, wisst ihr? Alles, das ist einfach stimmig, es macht Spaß, die Zeit verfliegt, das ist nicht frustrierend, herausfordernd, es ist vielschichtig, einfach... Wenn ihr die Chance habt, wenn ihr Age of Empires, gut, kommt vielleicht nicht ganz dran, weil Age of Empires ist schon, vor allem mit der Musik, aber... Wenn ich jetzt gucke, das Spiel, was es in mir auslöst, gefühlstechnisch, das ist es, was ein Spiel tun sollte. Herr der Ringe ist Spaß, StarCraft ist Spaß, aber Sins of Azula Empire, das ist so... Das berührt mich einfach tief, tief in mir selbst, kann man sagen. Wo wollte ich denn hin? Was wollte ich denn machen? Jetzt schauen wir doch hier mal, wo ich... Hier, zerstören sie von denen. Forschung abgeschlossen. Wieso habe ich das noch nicht abgebrochen? Mach ich nicht. Sorry, nö. Zum Grün wollte ich eigentlich runter. Ach, ich musste ja noch warten. Richtig, bis hier alles fertig gebaut ist, ne? Ja, aber das müsste jetzt passen. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Das ist nicht mein Sprung. Okay. Lass mich mal kurz überprüfen, was haben wir hier. Freund und Helfer. Wir haben Kreuzer, Schlachter, blub, 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 Jagdgeschwader. Eigentlich passt es. Ich glaube mal, wir sind soweit fertig, dass ich angreifen könnte. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Das machen wir jetzt auch erstmal. Dann machen wir das. Und Kommandokreuzer, ein Hilfskreuzer. Da können wir uns mal zwei holen. Ja. Nahbereichswaffen, auch nicht schlecht. Die Träger finde ich super mächtig. Die sind echt toll. Torpedofregatte. Gegen Strukturen. Brauche ich nicht so häufig, habe ich das Gefühl. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Wo? So, ja, komm. Bereit für das Kommando. Wie, was? Bereit? Ihr Freund und Helfer. Sova-Träger, ja, das passt ja. Ihre Befehle, Kommandant? Wir sind bereit. Ihre Befehle, Kommandant? Naja. Wir sind bereit. Bomberfregatten, die müssen noch mit. Kommandokreuzer. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Jetzt warte ich noch ab, bis das gebaut ist. Ich sammle mich dort und greife dann wieder an. So mache ich das jetzt. By the way, ich könnte mal wieder was forschen. Was forschen wir denn? ACM abgeschlossen. Und Strahlenwaffen. Das klingt doch sehr Mehr vernünftig. Kristalle benötigt. Die habe ich doch gerade gekauft. So. Das klingt sehr vernünftig für mich. Aber das ist... Nicht noch ein Selbstmordkommando. Abrüstteam. Wir nehmen jetzt einfach mal jede Fähigkeit. Was kann das Zeug überhaupt? Schickt ein Enter-Kommando auf feindliche Fregatten. Wenn psychisch zerstört wird, während es geändert wird, es wiederhergestellt und mein Kommando unterstellt. Sehr schön. Abrüstteam befreundeten Fregatten, um diese zu zerstören. Nein, Feind hat Schaden. Extra Schaden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Befreundeten Fregatte oder Struktur. Forschung abgeschlossen.
Will ich das? Keine Ahnung. Eigentlich klingt das sehr blöd. Aber die werden... Ich vertraue jetzt einfach mal... den Entwicklern. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Oh, da ist aber eine Menge Verkehr. Aber das sind nur so Mini-Dinger. Abgeschlossen. Das macht nichts. Ah, hier bin ich ja safe, ne? Ja. Trotzdem könnte ich hier nochmal ein bisschen was bauen. Und ein paar Minen. Minen sind auch sehr stark, habe ich das Gefühl. Oh, hier bin ich hinterrücks angreifbar. Naja, gut. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Machen wir das mal so hier. Was ich jetzt ursprünglich noch sagen wollte, hinzufügen, dass dieses Gefühl, das ist es, was ein Spiel machen sollte, aus meiner Ansicht. Nicht nur unterhalten, sondern etwas geben, so. Das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Aber einige von euch, bin ich mir sicher, die auch viel gespielt haben, denke ich mal, auch so im Bereich Strategie, die werden zumindest mal Stronghold Crusader gespielt haben oder Age of Empires 2 oder StarCraft Brood War und sei es nur gegen die KI und die Kampagne, das sind so Dinge, das gibt es heute nicht mehr. StarCraft 2 ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber lang nicht so tief emotional bewegend wie Brood War oder Age of Empires. Oder halt Stronghold. Das sind so die Spiele, die mich... Oder Heroes of Might and Magic 4. Das ist so ein bisschen out of the box jetzt. Ja, bezogen auf die Strategiespiele. Aber immer noch so... Command & Conquer! Das allererste Command & Conquer. Hallo? Ein Klassiker. Das ist so... Kopfexplosion mäßig gut. Geben Sie den Befehl. Tiberian Sun war auch sehr, sehr gut. Also das ist so... Einfach nur so... Sowas gibt's halt heute so selten. Und ich war wirklich, wirklich überrascht, wo ich dieses Spiel gesehen habe, dachte mir... Ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe. Irgendwie haben mich die derzeitigen Spiele, die ich hatte, alle gelangweilt. Wirklich alle. Und ich wollte einfach mal wieder ein neues Strategiespiel. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Und dann gab's das bei Steam für... 5 Euro? Keine Ahnung. Ja, 5 Euro. Maximal 10. Maximal 10. Aber ich glaube, ich habe es für einen Fünfer bekommen. Und für 5 Euro! Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Gib mir das Spiel. Ich hatte jetzt... Das ist das Lustige. Ja, ich hatte nicht wirklich Lust, jetzt eine Aufnahme zu machen. Ich war so... Puh, schon wieder eine Aufnahme für YouTube machen. Eher so im Bereich, ich muss eine Pflicht erfüllen, wisst ihr? Und dann starte ich das Spiel, höre die Musik und denke nur, Alter, es gibt nichts Besseres. Ich wünschte mir, der Großteil... Tatsächlich wünschte ich mir, der Großteil... Der Großteil der Leute auf meinem Kanal würden statt Herr der Ringe mir bei diesem Spiel zusehen wollen. Weil es einfach so viel mehr bietet als Herr der Ringe, finde ich. Kann man nicht vergleichen. Ist schlecht, das so absolut zu sagen. Aber vom Gefühl, das ich habe, ist das hier einfach... Unbeschreiblich schön. Kann ich nicht anders sagen. Unbeschreiblich schön. Und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Leute, nicht zwingend auf meinem Kanal, aber insgesamt, es ist... Forschung abgeschlossen. Ich finde, es ist eine Perle. Kennst du das, wenn so eine Perle an Spiel, das man als Zocker einfach gespielt haben muss? Ausmaßen wurde entdeckt. Sonst hat man was verpasst. Und dieses Gefühl habe ich bei Sins of a Solar Empire. Die Musik ist stimmig, die Atmosphäre passt. Und ich rede jetzt nicht hier von der Atmosphäre von mir, sagen den Stern. Nein, natürlich nicht. Sondern von der Atmosphäre, die das Spiel hier in diesem Raum, in meinem Kopf jetzt gerade erzeugt. Ich hoffe, ich schwafel jetzt nicht zu viel emotionales Zeugs, aber das will ich einfach teilen. Es macht mich nostalgisch, wehmütig und ich heul gleich, weil es so toll ist. Oh, und das Schönste ist halt, dass es mir durch YouTube, nein, das mache ich jetzt nicht, endlich ermöglicht wird, diese Gefühle, die Spiele bei mir jahrelang, wie Command & Conquer und so weiter, ausgelöst haben. Und die haben sich bei mir, ich will nicht sagen aufgestaut, aber gesammelt. Über Jahrzehnte hinweg.
Und jetzt kann ich darüber mit Gleichgesinnten reden, übers Internet. Ich kann meinen Gefühlen Ausdruck verleihen, ohne dabei schwul rüberzukommen. Ich habe nichts gegen Schwule, ihr wisst, wie ich das meine. Also negativ, emotional rüberzukommen. Ne? Schlechtes Wort sollte ich nicht sagen im Internet in diesem Zusammenhang. Es tut mir leid. Aber ihr wisst ja immer dieses Willen, no homo. Und brauche ich nicht erklären. Ich hoffe, ihr versteht schon, was ich meine. Und das ist einfach dieses Gefühl, das ist so... Es ist so schön. Es ist einfach nur schön. Und um es klarzustellen, am Schwulsein ist jetzt nichts Schlimmes. Und das war jetzt so nicht gemeint, wie ich es gemeint habe. Das sind Einflüsse von außen, die mich da... die sich in mir festgesetzt haben, die ich nach wie vor bekämpfen muss, um sie loszuwerden. Das ist halt ein Prozess. Ich bin nicht perfekt. Ja. Und das soll jetzt nicht überschatten, was ich alles gesagt habe. Läuft, ihr habt den Commander gehört. So. Jetzt habe ich fast 20 Minuten lang über meine Gefühle gesprochen. Ich glaube, das reicht erstmal wieder. Konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen aufs Spiel. Und wenn es jetzt einer wagen sollte, mir irgendwie Schwulenfeindlichkeit oder so einen Schwachsinn, politisch non-korrekten Müll in die Kommentare zu schreiben, dann ist das auch in Ordnung, aber finde ich dann einfach nicht richtig. Es ist. Ich versuche mein Bestes, in der heutigen Zeit meinen Weg zu gehen, mich als Mensch so zu entwickeln, wie ich es möchte. Und es gibt noch so viele Dinge, an denen ich arbeiten muss und möchte und will und kann. Ich bin ja erst 25. Das ist selbst mit 50, 60, ich sehe es ja, können die Leute noch so viel lernen an sich selbst, über sich selbst. Vor allem, weil sich halt die Zeit doch immer ändert und weiterentwickelt. Das ist ein Prozess, der wird nie enden. Nie. Nie. Wenn ihr es geschafft habt, dass ihr euch hinsetzen könnt und sagt, boah, jetzt bin ich zufrieden mit mir, als Mensch, mit meinen Ansichten, so wie ich bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, dass das wahr ist, unglaublich gering. Es ist möglich. Keine Sache, keine Frage. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Und wenn ich das jemals sagen sollte, dann hinterfragt das sehr deutlich, weil vermutlich ist es nicht wahr. Mit Sicherheit nicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Obwohl ich denke, dass ich tatsächlich auf einem guten Weg bin. So als Person, wie ich sein möchte, von meinen Ansichten Forschung zumindest, von meinen Ansichten, von meinen Moralvorstellungen, von meinen Vorstellungen über die Welt, das Leben, denke ich, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Für mich persönlich, den kann man nicht auf andere Leute übertragen. Also, man kann Vergleiche ziehen, sollte dabei aber sehr vorsichtig sein, weil man muss die Person, deren Gefühle, deren Ansichten und deren ganze Vergangenheit mit beachten. Und das ist unglaublich schwer. Ich glaube nicht, ich bin der Ansicht, persönlich aus meiner Sicht, dass man sich nicht ein Urteil über andere Menschen erlauben kann. In keiner Weise. Das ist so... Das ist natürlich jetzt für die Rechtsprechung wieder ein sehr schwieriges Thema. Also wie soll man jemanden verurteilen, wenn man sich kein Urteil darüber erlauben darf, über ihn? Da muss man eigentlich kann man bloß über die Taten urteilen. Denke ich. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ist was für Philosophen, wo man echt überlegen muss, hey, wie ist das jetzt? Reaktorverbindung, was macht denn das hier? Lups, Antimaterie, das ist sehr nützlich, oh ja. Und hier dieses neue Schildimpulsorgeber. Auch sehr nützlich. Aber da muss man echt gucken. Es tut mir jetzt irgendwie leid für die Leute, die einfach bloß eine gechillte Sins of a Solar Empire Folge haben wollten. Und jetzt mit so einem Wulst an emotional und sozialpolitischen Meinungen komprimiert in eine 20-Minuten-Folge zu kämpfen haben. Aber so ist es bei mir manchmal. Ihr Freund und Helfer. So ist es bei mir manchmal. So, da bauen wir jetzt noch Jäger. Genau. Was ist mit dem? Na, der gehört doch dazu. Ihre Befehle, Kommandant? Ihr Freund so. Und Helfer. Titan. Und dann geht's los. Jetzt führen wir Krieg. Jetzt geht's ab. Holla die Waldfee. Aber ich mache jetzt hier schon den ersten Cut. Die Zeit ist gekommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos.
Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.